Die NATO hat am Mittwoch ihre größte Militärübung seit Ende des Kalten Krieges begonnen. Bei dem Manöver Steadfast Defender 2024 wird ein Krieg mit Russland simuliert. Rund 90.000 Soldaten aus den 31 NATO-Mitgliedstaaten sowie aus Schweden nehmen daran teil. Hauptübungsgebiete werden neben den baltischen und skandinavischen Ländern auch Griechenland, Großbritannien, Deutschland, Polen, Rumänien, die Slowakei und Ungarn sein. Bei der Übung soll eine noch nie dagewesene Anzahl von Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen, Panzern und militärischer Ausrüstung zum Einsatz kommen. Stolz verkündete der NATO-Oberbefehlshaber, General Christopher Cavoli: "So for the first time in 30 years, we have the strategy, deterrence and defense of the Euro-Atlantic area, and we have the plans to make the alliance fit for the purpose of collective territorial defense. We today announced the kickoff of Exercise Steadfast Defender 2024, which commences next week and runs through May. Steadfast Defender 24 will be the largest NATO exercise in decades, with participation from approximately 90,000 forces from all 31 allies, plus our good partner Sweden. The alliance will demonstrate its ability to reinforce the Euro-Atlantic area via transatlantic movement of forces from North America. This reinforcement will occur during a simulated emerging conflict scenario against a near-peer adversary." Während die NATO das größte Manöver seit Jahrzehnten durchführt, verschärft sich im Westen die Kriegsrhetorik gegenüber Russland. Trotz militärischer Misserfolge in der Ukraine und der fehlgeschlagenen ukrainischen Offensive zeigt sich der Westen nicht gewillt, Verhandlungen mit Russland zu suchen oder gar zuzulassen. Stattdessen bereitet sich die NATO selbst auf einen Krieg mit Russland vor. So warnte der Generalstabschef der britischen Armee, Sir Patrick Sanders, vor kurzem, dass sich die britischen Bürger auf einen Krieg in der Größenordnung der vergangenen Weltkriege vorbereiten müssten. Sanders forderte eine nationale Mobilisierung, um die britische Armee personell zu verdoppeln. "Unsere Vorgänger haben die Tragweite der sogenannten Juli-Krise von 1914 nicht erkannt und sind in den schrecklichsten aller Kriege hineingestolpert. Wir können es uns nicht leisten, heute denselben Fehler zu begehen. In diesem Krieg geht es nicht nur um die schwarze Erde im Donbass oder um das Wiedererstarken eines russischen Imperiums, sondern darum, unser System und unsere Lebensweise politisch, psychologisch und symbolisch zu besiegen. Wie wir, die Vorkriegsgeneration, darauf reagieren, wird in die Geschichte eingehen. Die Ukraine verschafft uns mit ihrem Kampfgeist Zeit, vorerst." Die Forderung nach Wiedereinführung der Wehrpflicht führte zu einem Aufschrei in Großbritannien und so sah sich die britische Regierung genötigt, das zu relativieren. Aber auch für den britischen Verteidigungsminister Grant Shapps stehen alle Zeichen auf Krieg mit Russland. Ihm zufolge hat sich die Welt aus einer Nachkriegs- in eine Vorkriegswelt verwandelt. Auf X verkündete er: "Wir befinden uns in einer neuen Ära und wir müssen darauf vorbereitet sein, unsere Feinde abzuschrecken, unsere Verbündeten zu unterstützen und unser Land zu verteidigen, wann immer der Ruf danach kommt. Die Grundlagen der Weltordnung werden in ihren Grundfesten erschüttert. Wir stehen an einem Scheideweg. Ich möchte heute ankündigen, dass das Vereinigte Königreich rund 20.000 Soldaten zur Teilnahme an einer der größten NATO-Verlegungen seit dem Ende des Kalten Krieges, der Übung Steadfast Defender, entsenden wird. Unsere Streitkräfte werden sich dabei mit Streitkräften aus 30 NATO-Staaten und Schweden zusammenschließen, um sich gegen die Bedrohung durch Putin zu wappnen." Die gesteigerte Kriegsrhetorik ist jedoch kein allein britisches Phänomen. So sorgte jüngst die Aussage des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, Rob Bauer, für Aufsehen. Bauer wandte sich direkt an die Bevölkerungen der NATO-Staaten und gab Tipps, wie man sich am besten auf einen Krieg gegen Russland vorbereiten kann. "You need to have water, you need to have a radio on batteries and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things. But it starts there. The realization that not everything is plannable, not everything is going to be hunky-dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize
It's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. That's why we are preparing for a conflict with Russia. Und auch in Schweden, dessen NATO-Beitritt laut Generalsekretär Jens Stoltenberg noch bis März diesen Jahres vollzogen werden soll, steigern Militär und Politik die Kriegsrhetorik. Das skandinavische Land hatte erst im Jahr 2017 seine Wehrpflicht wieder eingeführt. Begründet wurde das mit der russischen Übernahme der Krim. Anfang Januar wandte sich der Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte, General Mikael Bydén, an die Bürger des Landes und mahnte: Wir müssen verstehen, wie ernst die Situation wirklich ist und dass man sich bis auf die individuelle Ebene mental darauf vorbereitet. Schauen Sie sich die Berichterstattung aus der Ukraine an und stellen Sie sich die einfachen Fragen: Wenn das hier passiert, habe ich alles vorbereitet? Was soll ich machen? Je mehr Menschen nachgedacht, überlegt und sich vorbereitet haben, desto stärker ist unsere Gesellschaft. Wir brauchen Bürger, die jetzt verstehen, dass es ernst ist und dass es auch für uns noch schlimmer werden kann. Ähnlich argumentiert auch das Militär in Norwegen. Das NATO-Mitglied hatte im Jahr 2015 die Wehrpflicht wieder eingeführt, ein Jahr nach dem Maidan-Putsch. Wie Schweden will auch Norwegen möglichst schnell dem Personalmangel bei den Streitkräften entgegenwirken und sich auf eine Konfrontation mit Russland vorbereiten. Der Oberbefehlshaber der norwegischen Streitkräfte, General Erik Kristoffersen, warnte Mitte Januar in einem Interview: Es gibt jetzt ein Zeitfenster von vielleicht 1, 2 oder 3 Jahren, in dem wir noch mehr in eine sichere Verteidigung investieren müssen. Aber wir haben nicht viel Zeit, das will ich nur klarstellen. Auch in Deutschland nimmt die Debatte um eine Wiedereinführung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht seit der Eskalation des Ukraine-Kriegs wieder Fahrt auf. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius erklärte im Dezember angesichts der Personalprobleme in der Bundeswehr, dass es ein Fehler war, die Wehrpflicht auszusetzen. Pistorius' oberstes Prinzip ist, die Bundeswehr wieder kriegstüchtig zu machen. Und so kündigte der SPD-Politiker an, dass bis Ostern Pläne vorgelegt werden sollen, wie die Struktur der Bundeswehr verändert werden müsse. Auch das schwedische Modell der Wehrpflicht sei Teil seiner Überlegungen. Wir haben jetzt ungefähr 5 bis 8 Jahre, in denen wir aufholen müssen. Sowohl bei den Streitkräften als auch in der Industrie und in der Gesellschaft. Wir müssen Putins Drohungen gegen die baltischen Staaten, Georgien und Moldau sehr ernst nehmen. Das ist nicht bloß Säbelrasseln. Bundeskanzler Scholz hatte zwar mehrfach betont, dass er die Wiedereinführung der Wehrpflicht für keine gute Idee halte. Gleichzeitig befürwortet er aber einen Kurswechsel der deutschen Militärpolitik, der Teil der von Scholz ausgerufenen Zeitenwende sei. So soll Deutschland eine noch zentralere Rolle innerhalb der NATO einnehmen. Nicht nur durch die Stationierung einer Kampfbrigade in Litauen, unweit der russischen Grenze, sondern auch als zentrale Drehscheibe für den NATO-Aufmarsch in Europa. Dafür soll die Bundeswehr mit noch nie dagewesenen Finanzmitteln ausgestattet werden. Auf einer Bundeswehrtagung im November erklärte Scholz: Wir leben in der Welt nicht in Friedenszeiten. Unsere Friedensordnung ist in Gefahr. Niemand kann heute mehr ernsthaft in Zweifel ziehen, warum wir uns in Deutschland lange herumgedrückt haben, nämlich, dass wir eine schlagkräftige Bundeswehr brauchen. Es steht völlig außer Frage, dass die Zeitenwende, die Russlands Angriffskrieg bedeutet, ein langfristiges, dauerhaftes Umsteuern erfordert. Meine Bitte an Sie als Führungskräfte ist: Tragen Sie diesen Wandel in die Truppe. Ein Befürworter der Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland ist Generalleutnant Alexander Solfrank, der das NATO-Unterstützungskommando in Ulm kommandiert. Solfrank warnt, dass ein direkter Konflikt zwischen Russland und der NATO bereits in den nächsten 3 Jahren eintreten könnte und dann Deutschland als zentrale Plattform der NATO-Logistik in Mitteleuropa ins Visier genommen würde. In einem mittlerweile gelöschten Bildartikel vom 25. Januar wurde er wie folgt zitiert: Glaubwürdige Abschreckung bedingt die Vorbereitung auf einen Krieg und schließt die Bevölkerung mit ein. Der Wille und die Fähigkeit zur Abschreckung und nötigenfalls zur Verteidigung muss auch in der Bevölkerung verankert sein. Wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Russland reagiert besorgt auf Säbelrasseln und Aufrüstungspläne der NATO, die sich in den Jahrzehnten seit Ende des Kalten Krieges entgegen ihrer eigenen Versprechen immer weiter in Richtung der russischen Grenze ausgeweitet hat.
Der russische Außenminister Sergej Lavrov reagierte vergangene Woche auf die Kriegsrhetorik des Westens und warf der NATO ein Anheizen von Spannungen vor. Ну, видимо, можно говорить о том, что сейчас многие поднимают тревогу в связи с тем, что растет эскалация, воинственная риторика. Ну да, наверное, никому не хочется большой войны. И нам в последнюю очередь. Мы большие войны переживали в нашей истории многократно. Но действия эти предпринимают Соединенные Штаты в доктринальные документы Соединенных Штатов, в доктринальные документы НАТО записано, что мы главная прямая угроза. Китай – это там на следующем этапе главный вызов. Они все вот эти формулы очень аккуратно выписывают. Я вам больше скажу, они затягивают к себе нейтральные страны. Вот Финляндия уже в НАТО, непонятно, что там она приобретет. По Швеции, видимо, процесс сдвинулся. Ähnlich bewertet die Volksrepublik China die Strategie der NATO. Der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, Wu Qian, bezeichnete die NATO Ende Januar als wandelnde Kriegsmaschine. Die NATO hat seit ihrer Gründung als regionale Militärorganisation globale Konflikte initiiert und sich an ihnen beteiligt. Darüber hinaus hat sich die NATO in den letzten Jahren immer weiter in den asiatisch-pazifischen Raum ausgedehnt, wobei sie die unbegründete Bedrohung durch China als Vorwand für eine Blockkonfrontation nutzte und eine Gefahr für die regionale Sicherheit darstellt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die NATO eine wandelnde Kriegsmaschine ist, die überall, wo sie hinkommt, für Instabilität sorgt. Was meint ihr? Ist die NATO tatsächlich eine wandelnde Kriegsmaschine und die größte Gefahr für den Frieden? Oder sind es vor allem die chinesischen und russischen Großmachtambitionen, wie der Westen argumentiert? Müssen wir uns für einen Weltkrieg in den kommenden Jahren vorbereiten? Und brauchen wir dafür die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare.